Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. So, vollen Titel aussprechen. So, also, wir sind gerade dabei, Monster zu verkloppen. Ich sollte aber ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, wir sollten vielleicht doch zuerst mit Jack sprechen. Vielleicht kann er uns ja schon was beibringen, was uns helfen könnte, diesen Gegnern was abzuknöpfen. Vielleicht gibt es ja so eine Zange oder so, dass wir vielleicht einen Panzer oder Scheren oder so ein Zeug mitnehmen könnten. Das würde mich durchaus irrsinnig freuen. Fusel hätten wir da. Ich glaube, mehr als den Fusel gibt es schon. Was haben wir da? Fotopuppe, Papageienflug. Verschlossen. Hallo Jack. Endlich schickt jemand nach mir. Ich dachte schon, man hat mich vergessen. Mich hat niemand geschickt. Du scheinst selten Besuch zu kriegen. Mich hat niemand geschickt. Mich hat niemand geschickt. Mist. Hatte gehofft, dass jemand was gegen die zwei Soldaten da oben tut. Dieses Pack von der Inquisition besetzt einfach meinen Leuchtturm. Da hatten sogar die Piraten mehr Ehre im Leib. Ich bin auf der Suche nach einer Piratenbraut namens Petty. Was kannst du mir über Dagrigo erzählen, Petty? Ich bin auf der Suche nach einer Piratenbraut namens Petty. Petty? Petty? Moment, du meinst doch nicht etwa Stahlbarts Tochter? Genau von der rede ich. Du kennst sie also? Die ist vor einiger Zeit hier gewesen. Aber lange geblieben ist sie nicht. Soweit ich weiß, ist sie zusammen mit einer Horde Piraten nach Kila gesegelt. Ich hoffe, das wird dir bei deiner Suche weiterhelfen. Aha, das ist super. Was kannst du mir über Takarigua erzählen? Als Gouverneur Di Fuego noch das Sagen über Puerto Sacarico hatte, da blühte der Handel. Das Einzige, was einem jetzt noch blüht, sind im Stechschritt marschierende Idioten der Inquisition. Wüsste zu gern, was in Puerto Sacarico vor sich geht. Du musst wissen, dass das Letzte, was mir zu Ohren gekommen ist, nicht sehr erfreulich klang. Die sind wohl drauf und dran, einen Fremden aufzuknüpfen. Bitte was? Was weißt du über die Inquisition? Wo genau liegt dieses Puerto Sacarico? Ein Fremder, den die Inquisition aufknüpfen will? Waren auf Dagrigor führen nicht auch... Was? Waren auf Dagrigor führen nicht auch mal Piraten? Was? Waren? Mein Gott. Waren auf Dagrigor... Ach, vergiss es. Inquisition. Was weißt du über die Inquisition? Früher haben die ihre dicken Hintern breit gesessen und uns einfache Leute in Ruhe gelassen. Aber seit diese Totenkopfhöhlen überall aus dem Boden kommen, geht es hier drunter und drüber. Ihr Kommandant, dieser Sebastiano, hat die Nerven verloren und seine Kundschafter losgeschickt. Aber anstatt ihre Arbeit zu tun, nehmen sie meinen Leuchtturm in Beschlag und machen sich einen Lenz. Schön. Wo genau liegt dieses Puerto Sacarico? Nordwestlich von hier. Doch Vorsicht ist geboten. Ja. Überall auf Takarigua lauern Gefahren. Okay, und wie komme ich am schnellsten nach Puerto Sacarico? Im Landesinneren, nicht weit von hier, kampiert im Norden seit kurzem ein Soldat namens Vasco. Sein Lager liegt auf dem direkten Weg nach Puerto Sacarico. Gut, das werde ich schon finden. Danke. Sei aber vorsichtig. Der Dschungel ist gefährlich. Natürlich. Ein Fremder, den die Inquisition aufknüpfen will. Ein Fremder, den die Inquisition aufknüpfen will? Naja, viel weiß ich nicht über ihn. Soll wohl mit den Magiern im Bunde stehen. Und das sehen die Soldaten gar nicht gern. Wenn du seinen Hintern retten willst, solltest du dich beeilen. Ja, das werden wir machen. Ich sehe mich für dich in Puerto Sacarico um. Jawohl. Ich sehe mich für dich mal in Puerto Sacarico um. Das ist nett von dir, Junge. Weißt du, hier draußen erfährt man eh zu wenig. Schon mal an eine Brieftaubenzucht gedacht? Alter. Brieftauben? Vergiss es. Waren hier nicht mal früher Piraten? Waren auf Takarigua früher nicht auch mal Piraten? Sind alle weg oder tot? Oh. Ihr Nest im Osten wurde komplett zerstört. Ach nee. Da kommt niemand mehr hin. Das Land wird jetzt von den Schatten kontrolliert. Oh, scheiße. Was dein Soldatenproblem angeht. Irgendeine Idee, wie ich sie von ihrem Leuchtturm, von deinem Leuchtturm vertreiben kann? Was springt für mich dabei heraus, wenn ich dir helfe? Ich kümmere mich drum. Das mal. Irgendeine Idee, wie ich sie von deinem Leuchtturm vertreiben kann?
Lass mich mal überlegen. Tanner lässt sich sicher durch ein paar Schläge beeindrucken. Aber Holtby, tja, du müsstest schon was gegen ihn in der Hand haben. Sprich einfach mit ihm. Vielleicht ergibt sich da ja was. Mhm. Springt was für mich dabei raus? Was springt für mich dabei heraus, wenn ich dir helfe? Die Hosen eines alten Mannes willst du wohl nicht haben, was? Das sind die gleichen, die sieh mich an, ich trage nichts bei mir. Nicht mal eine Buddel haben die beiden mir gelassen. Ein paar Goldmünzen wirst du doch wohl haben. Gut, wenn du mir hilfst, gebe ich dir so viel ich entbehren kann. Außerdem kann ich dir ein paar Buddeln Rum verkaufen, wenn ich meinen Leuchtturm zurückhabe. Ja, cool. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich darum. Großartig. Sollen sie doch Tag ein, Tag aus auf Patrouille gehen. Ich bin einfach zu alt dafür und will meine Ruhe. Ja, das Leid eines alten Mannes, oder wie, ne? So, noch eine Muschel. Gut, das ist dann ja wieder mal speicherungswürdig. Zack, zack, zack. Dann gucken wir mal, ne? So. Ein Goldklärchen. Hier müsste ja auch noch, wenn es gibt, das... Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Das Grab vom Stahlbad sein, ne? Alter, Bones, könntest du mal bitte... Jawohl, jetzt der hat ab. Jetzt hat er Bock zu kämpfen. Alter. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Was hat er denn jetzt gemacht? Hat er mich geheilt? Na, der hat irgendeinen Voodoo-Zauber gewirkt. Das war jetzt so, als wenn der Jaguar eingefroren wäre. Ja, jetzt haben wir halt umsonst einen Jaguar leider getötet. Der hätte später sicher ein Fell gegeben und Zähne und Krallen und was weiß ich was alles. Naja. Was soll's. Ich meine, normalerweise... Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze! Normalerweise, ich wollte gerade sagen, müssten wir hier jetzt die ganzen Gegner ausrotten. Ich glaube, ich hätte es echt nicht gedacht, dass der Kerl auf den Felsen kommt, ne? Zack, zack. Aber scheinbar reicht es, mit einem aufgeladenen Schlag die Krabbe auf den Rücken zu legen. Das war's mit dem. Dann könnten wir ja übermütig sein und die ganzen Krabben hier ausrotten. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Zack. Oh, das sind jetzt zwei. Drei. Nicht gut. Alter. Au. So, zack. Zack. Au. Alter. Alter. Ja, mal rumsaufen. Alter. Alter, Alter. Alter, Alter, Alter. Zack. Zack. Au, au, au. Und rumsaufen wieder. Ja, man hat halt als Schwächling nicht leicht, ne? So, Bums, macht das schon. Da. So. 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 So, geht ja. Das war jetzt gleich alles zusammen vier Krabben oder was, ne? Tschüss. Lalalala. Luti, Lut, Lut. Halt. Eine Muschel. Ach, der lebt noch, da bist du eh hin. Aber den haben wir gelootet, alles klar. Ich glaube, drei waren es jetzt, ne? Puh, eine Michelle. Darum haben wir
Was? Fingerblatt. So. Nachdem wir hier eh schon wunderbar Zeit verdrödeln, ist eh schon wurscht, glaube ich. Dann verdrödeln wir halt noch ein bisschen mehr Zeit. Ich dachte, das wäre was. Ich dachte, das wäre was Besonderes, aber in Wirklichkeit, no. Da ist noch eine Muschel. Dab, 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 dab. Hier hätten wir noch eine. Da hätten wir noch eine. Weiß ich sie wurscht. Wir können ja einfach jetzt mal die Krabben hier ja ohne weiteres umhauen. Zwecks Ruhmpunkte, damit wir stärker werden. Ich möchte ja dann sowieso Magier, also den Weg des Magiers einschlagen. Da es ja scheinbar möglich zu sein scheint. Und ja. Dann kann ich mein Versprechen, was ich bei Elex jetzt nicht so super halten konnte, erfüllen, dass wir den Weg eines Magiers einschlagen. Kristallmagie und so weiter. Also alles fein. Ja, zack. Zack. Das wäre wünschenswert. Oh, der hat was. Eine Muschel. Schön. Der erste Sandteufel, der etwas für uns hat. Super, dachte ich, das wäre eine Muschel. Dabei war das gar keine. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Uff. Das war's mit dem Vieh. Sehr gut. Der hat natürlich wieder nichts für uns. Ich werde ein bisschen Proviant essen. So. Okay, eine Portion reicht. Hier ist nach wie vor nichts. Haben wir hier vielleicht was? Nein. Da haben wir halt wieder Krabben. Die werden wir selbstverständlich ausrotten. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Autschi, autsch, autsch. Autschi, autsch, autsch. Autschi, autsch, autsch. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. So. Der ist erledigt, glaube ich. Au. Diese Sandteufel sind lässig. Au. Alter. Ich sollte mal ein bisschen im Kreis laufen, glaube ich. Oh, hoppala, das war die falsche Attacke. Fähigkeit, Knopf, drücken. Alter. Ja, zack, zack, zack. Würdest du mal draufhauen? So. Lästiger Zapfen, echt. Lästiges Scheißviech. So, Drecke. Geht ja. So, und jetzt. So. Au. Zack. Jawohl. Puh. Also wenn es sich mit vier Gängern gleichzeitig zu tun hat, ist das schon ein bisschen mühselig. Hui. Vor allem habe ich jetzt sehr viel Rum weggesoffen, was ich eigentlich gar nicht wollte. Naja. Was soll's. Haben wir den schon? Nein. Jetzt haben wir ihn. Da vorne wäre wieder ein Sandteufelchen. Ich glaube sogar zwei. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Das wäre super, ja. Zack, zack. Ah, passt. Alter. Das ist noch so ein Sandteufel. So, zack. Zack. Das ging schnell. Passt. Das ging schnell, ja, da hat er eigentlich recht.
So. Wir sind nicht verwundet. Wow. Selten, aber es kommt vor. Eine Muschel. In dem Boot ist nichts. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. So. 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 Das weg ist hier. Puh. Das ist halt auch die Frage, ob man wirklich so viele Gegner klatschen sollten. Oder ob wir uns jetzt mal... Ah, da drüben ist auch ein Typi. Sehe ich gerade. Da scheint jemand gestrandet zu sein. Ach du Heilige. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, kommen wir sogar noch nach Puerto Dingsbums, Sacarico. Wenn wir hier weiter den Strand entlang laufen. Gut, das sind noch sehr viele Viecher. Dem zertrümmer ich den Schädel! Ja, wäre lohnenswert. Au. Zack, 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 der ist erledigt. Zack. Zack. Und nochmal. Und nochmal. Der steht nicht mehr auf. Ja, würde ich auch sagen. Der hat eine schöne Muschel für uns. Der hat nichts. Ich glaube, wir werden da jetzt mal aufhören. Denke ich mal. Vielleicht haben wir das Glück, wir kriegen so eine Krabbenschere oder so irgendwas. Dann bekommen wir auch noch Loot fürs Zerstören, also fürs Töten der Viecher. Würde ich jetzt mal sagen, ganz vorsichtig. Dann schauen wir mal, wer hier sitzt, ne? Da ist übrigens auch ein Bett und der meinte, ein Bett würde uns gut tun. Pipkin, dann kennen wir doch, was oder? Willst du? Du kommst doch nicht von der Inquisition, oder? Führ mich ruhig ab. Ich habe sowieso nichts mehr. Warum sollte ich dich abführen? Ich bin nicht von der Inquisition. Warum soll ich dich abführen? Warum sollte ich dich abführen? Oh, dann bist du nicht hier, um mich einzusperren. Naja, ich hätte mich schon fast drüber gefreut. Was ist mit dir passiert? Was ist mit dir passiert? Schau mich doch an. Ich sitze hier halbnackt in der Pampa. Ich habe alles weggeworfen, als ich von diesem Scheißmonster geflohen bin. Monster? Ich dachte, dein Problem ist die Inquisition. Die auch. Aber mit der komme ich klar. Wenn dieses geflügelte Mistding mir nicht alle meine Sachen geklaut hätte. Ich wollte doch nur meinen Schatz an einem sicheren Ort vergraben. Woher hätte ich wissen sollen, dass da so ein Vieh wohnt? Wo finde ich dein Monster? Wo finde ich dein Monster? Keine Ahnung. Ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Schön. Hab in der Hektik einfach alles fallen gelassen, damit ich schneller laufen kann. Wahrscheinlich könnte ich es wiederfinden, wenn ich der Spur meines Krempels folgen würde. Aber das kannst du vergessen. Ich gehe keinen Schritt in die Nähe dieses Viehs. Und dann werden wir das machen. Ich werde das Vieh für dich jagen. Wirklich? Aber warum solltest du das tun? Du hast was von einem Schatz erzählt. Ja, mein Schatz, den ich dort vergraben wollte. Ich sag dir was. Töte das Vieh und bring mir den Inhalt meiner Truhe. Dann machen wir halbe-halbe. Okay. Grün hinter den Ohren. Lagerfeuer. Ich würde sagen, wir kochen wieder alles. Und wir sollten ja einmal schlafen, ne? Also, dann ruhen wir uns mal aus. Oh. Schattenreich gefunden. Oh Mann. Das wollte ich jetzt nicht. Was zur Hölle ist das jetzt wieder für eine Scheiße? Seelenstaub. Was ist das jetzt wieder für eine Scheiße, ja? Okay, wir haben keine Waffe. Ich habe hier noch was zu erledigen. Ah, okay. Ich bin jetzt einfach mal den Weg da lang gelaufen. Ich dachte mir, ich schau mal, ob da was gibt, ne? Schaut aber nicht so aus. Seelenstaub.
Alter. Ne? Hallo? Mendoza? Nee. Der Inquisitionschef vom Einserteil? Ich hab's gewusst. Jetzt quatscht er mich auch noch an. Was zum Henker ist hier los? Jetzt sag bloß, du bist überrascht. Ja. Moment mal, ich... Es ist immer das Gleiche mit euch Neulingen. Erst völlige Orientierungslosigkeit. Dann kommt die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Schließlich kommt die der völligen Verzweiflung und des Wahnsinns. Aber ich kann dich beruhigen. Wenn sich bei dir in der Ewigkeit die totale Gleichgültigkeit einstellt, merkst du nicht mehr allzu viel davon. Wo sind wir hier? Wer bist du überhaupt? Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Das willst du doch gar nicht wissen, glaub mir. Zu viele Fragen werden dich nur noch schneller in den Wahnsinn treiben. Juhu, aber ich muss wissen, was hier mit mir geschieht. Was tue ich hier? Ich gehöre überhaupt nicht hierhin. Doch, ich will es wissen, also sprich schon. Doch, ich will es wissen, also sprich schon. Du kannst die Wahrheit doch gar nicht vertragen, Bürschchen. Muss ich dich erst zwingen zu antworten? Du beginnst den alten Mendoza zu langweilen. Such dir jemand anderen, dem du deine dämlichen Fragen stellen kannst. Ich muss nun gehen. Halt, warte! Ich hätte einen Fragen, oh, wer ist. Was für ein Albtraum. Ich brauche Richtig dringend Hilfe, ja. Sonst werde ich noch wahnsinnig. Bones Fehl, ist doch mein eins. Arzt. Vielleicht hat er was für mich. Du, Bones, ich habe fürchterliche Albträume. Ja. Ich habe fürchterliche Albträume. Hör mal, ich bin dein Arzt, nicht dein Seelendoktor. Obwohl... Es fühlt sich so schrecklich real an, dass mich das kalte Grausen packt. Ich bin nur eine leere Hülle und irre durch farblose Ebenen ohne Leben, ohne Ziel. Ach, das meinst du? Tja, da wirst du dich dran gewöhnen müssen. Es ist ein Gefühl, als ob die Zeit stillsteht. Und ich kann kaum atmen. Du hast keinen Geist mehr und wirst immer mehr zu einem Schergen der Unterwelt. Schon vergessen? Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Du bist mein Arzt, du musst mir helfen. Ich habe von einem Kerl namens Mendoza geträumt. Ja? Ich habe von einem Kerl namens Mendoza geträumt. Was denn? Meinst du etwa Mendoza, den Inquisitor? Kennst du ihn? Wer kennt ihn nicht? Das war ein ganz übler Bursche, sag ich dir. Wer seinen Befehl nicht gehorchte, wurde kurzerhand aus dem Weg geräumt. Man sagt, er sei sogar mit den Piraten im Bunde und mit ihnen auf Kaperfahrt gewesen. Hört sich interessant an. Das ist doch kompletter Unsinn. Na, interessant. Hört sich interessant an. Du willst so einem Kerl nicht begegnen. Glaub mir. Er soll Hunderte auf dem Gewissen haben. Mag sein. Doch eine Sache ist mir dabei noch ein Rätsel. Wieso sollte ein hochdekorierter Inquisitor mit Piraten paktieren? Keine Ahnung. Er ist schon lange tot. Komisch ist nur, dass du gerade jetzt von ihm sprichst. Mir war so, als hätte ich vor kurzem im Westen von Taranis eins der Schiffe gesehen, auf denen Mendoza früher gesegelt sein soll. Ist wahrscheinlich nur ein Zufall. Na, großartig. Was sagt dir dein Gefühl für den Teil der Welt? Warte mal. Du bist mein Arzt, du musst mir helfen. Ja, das ist besser. Du bist mein Arzt. Du musst mir helfen. Na schön, lass mich mal überlegen. Ich weiß noch genau, wie es war, als mein Geist im Schattenreich weilte. Ich irrte in der Südsee umher auf der Suche nach Hilfe, genau wie du jetzt. Hilfe fand ich jedoch erst bei den Schamanen der Eingeborenen. Sie verschafften mir Linderung. Linderung, aber sie lösten dein Problem nicht. Besser als nichts. Mir ist im Moment fast alles recht. Genau. Besser als nichts. Mir ist im Moment fast alles recht. Ich denke, ich kann dir helfen. Aber dazu will ich erst mit einem Experten sprechen. Finde einen Schamanen, der sich mit Voodoo auskennt. Er wird uns sagen, wie wir die Symptome deiner Geistlosigkeit lindern können. Versuch am besten bis dahin alles zu vermeiden, was dich dämonischer macht. Okay. Was sagt ihr... warte mal. Was macht mich dämonischer? Was macht mich dämonischer? Je schlechter deine Taten, umso eher mutierst du zu einem Dämon. Aha. Wenn du dir deine Menschlichkeit erhalten willst, dann solltest du vermeiden, andere schlecht zu behandeln.
Also, perfekt. Die anderen sind mir egal. Na, ich will den Menschen nicht schaden. Ich will für sie kämpfen, genau. Ich will den Menschen nicht schaden. Ich will für sie kämpfen. Das sind schon mal gute Voraussetzungen, um dir deine Menschlichkeit zu bewahren. Alles, was du von nun an tust, wird Konsequenzen haben. Je mehr sich deine Seele den Schatten nähert, umso eher greifen die Schergen nach dir. Warum sollte ich das wollen? Nun, eine dämonische Seele ist stark. Sie kann so schnell nichts aus der Bahn werfen. Aha. Außerdem kannst du so andere dämonische Seelen zu mächtigen Verbündeten machen. Auf der anderen Seite wird kein guter Mensch dir mehr helfen wollen, wenn du gänzlich dem Bösen verfallen bist. Hm, verstehe. Wie auch immer du dich entscheiden wirst, ich jedenfalls bleibe an deiner Seite, mein Freund. Oh, wie cool. Ich habe hier so etwas wie Seelenstaub gefunden, genau. Ich habe hier so etwas wie Seelenstaub gefunden. Hm, keine Ahnung, was das ist. Aber dir läuft bestimmt noch der Passende über den Weg, der dir dazu etwas sagen kann. Am besten, du behältst das Zeug so lange in deiner Tasche. Okay. Was hast du außer deiner Überweisung an einen Schamanen noch anzubieten? Was hast du außer deiner Überweisung an einen Schamanen noch anzubieten? Die Schamanen haben damals bei meiner Behandlung schwarze Herzen verwendet. Das hat mir geholfen, mein verdorbenes Blut wieder aufzufrischen. Hört sich nicht gerade gesund an. Schwarzes was hört sich nicht gesund an. Hört sich nicht gerade gesund an. In deinem Fall ist es das. Schwarze Herzen haben eine gewisse heilende Wirkung auf unseren Organismus. Yay. Vor allem dann, wenn er geistlos ist, kräftigen sie unser Blut. Aber ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Ich bin kein Schamane. Was genau sind diese schwarzen Herzen? Er hat gerade gesagt, er weiß es nicht. Was genau sind diese schwarzen Herzen? Es ist der Ort, von dem ein Dämon all seine Kraft bezieht. Ein Schattenlord oder ein Scherge des Schattenreichs trägt so ein schwarzes Herz in seiner Brust. Um da heranzukommen, musst du es ihnen aus der Brust schneiden. Du willst, dass ich Schergenherzen sammle? Wenn ich es recht bedenke, dann vergiss die Schergen. Ich fürchte, in deinem schwerwiegenden Falle helfen wohl nur die Herzen der Schattenlords selbst. Gott sei Dank. Das habe ich jetzt gebraucht. Ich soll also einem Schattenlord das Herz herausschneiden, ja? Ich soll also einem Schattenlord das Herz herausschneiden, ja? Du bist da völlig ausgerastet. Wie soll ich das denn anstellen? Keine Ahnung. Wenn ich's weiß, sage ich dir Bescheid. Danke. Das ist sehr aufbauend. Danke. Was sagt dein Gefühl für den Teil dieser Welt? Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Jeder Baum hier stinkt nach der Inquisition. Selbstgerecht eroberten sie das Land unter dem Vorwand, die Menschheit schützen zu wollen. Pah! Aber sie sind unwissend und wollen uns freie Menschen vernichten, weil sie nicht erkennen. Sie verstehen nicht. Sie können und werden nicht verstehen. Ja. Na dann. Ich würde sagen, wir gehen weiter, ne? Wir sind jetzt somit nicht geheilt, da wir einen ruhelosen Schlaf hatten. Was gibt es denn Schöneres? Eine Schildkröte. Die tut schlafen. Ich glaube, die tut schlafen. Schau mal. Die geht in der Nacht schlafen. Schau mal. Schau mal. Die hat sich komplett in den Panzer gezogen. Die schläft da. Ach, ist das süß. Wie kann man nur wirklich wahr... Hier ist jemand Richtung Norden gegangen. Wie kann man nur einer Schildkröte wehtun wollen? Hier ist jemand Richtung... Ja, Entschuldigung, ich wollte das Goldstück haben. Sollen wir uns trauen? Wir sind zu zweit. Ich speichere das mal. Da sehe ich auch gerade, der Part ist zu Ende. Dann würde ich sagen, wir beenden hier den Part und schauen, ob wir diesem geflügelten Unhold hier die Stirn bieten können, oder? Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!